Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch auf eine Feierabendrunde mit. Aus der Haustür raus. Tour bei wunderschönem Wetter. Die Sonne scheint gerade wunderschön und hat mich aus dem Büro rausgelockt. Deswegen wollte ich noch mal schnell eine Runde hier drehen. Nehme euch natürlich dabei mit. Schauen, was wir heute erleben. Ich denke, neue Trails wird es für euch jetzt nicht geben. Aber einfach mal abschalten am Computer oder auf der Couch vorm Fernseher. Wünsche euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, jetzt kommt ein fieser Anstieg hier. Mal nochmal runterschalten. Achten, dass man nicht unter Last schaltet, also ein bisschen lockerer treten. Muss man in Kauf nehmen, dass man langsamer wird. Oh, das war dann doch wieder zu früh wieder belastet. Das ist nicht gesund für die Kette. Und auch nicht für das Ritzelpaket hinten. Kleiner Tipp für Berghochfahren. Wenn es richtig steil wird und das Vorderrad startet zu steigen, dann ruhig mit der Brust runter und auf die Sattelspitze draufsetzen, damit die Last weiter nach vorne verlagert wird. Und dann geht es angenehmer bergauf, auch wenn man auf der Sattelspitze sitzt. Puh. Diesen Trail habt ihr schon gefühlt 100 Mal in meinen Videos gesehen. Das ist halt einer meiner Home Trails. Auf dem Trail, oder das ist der Trail, den ich, als ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren, als allererstes gefahren habe. Da haben wir auch damals einen kleinen Sprung gebaut, wo ich mich das erste Mal aufs Maul gelegt habe. Und immer noch, ja, ein schöner Pfad. Und dann machen wir uns runter und ich will nachher auf noch einen anderen Hügel. Da ist ein Trail, den habe ich bisher nur einmal gefahren. Und den will ich mir nochmal anschauen. Und dann würde ich sagen, wir starten hier. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Abfahrt, beim Zuschauen. Und los geht's. Oh. Da habe ich jetzt was gesehen. Moment mal. Warum ist mir das noch nicht aufgefallen? Da komme ich nicht so einfach rüber. Aber es sieht interessant aus. Mal schauen, was es da gibt. Oh, da ist einer am Klettern. Da. Hi, ich nehme deine Sachen nicht weg. Okay, da ist gerade einer am Klettern. Aber da könnte man theoretisch runterfahren. Aber jetzt ist er gerade oben, will ich ihn nicht stören, indem ich da an seinen Sachen da rumlaufe. Aber hier, das müssen wir uns definitiv nochmal anschauen. Vielleicht sogar mit dem Tri-Bike. Wäre das eine Idee, mit dem Tri-Bike ein bisschen im Wald zu fahren. Mit dem Stumpjumper würde das aber auch gehen. Das versuchen wir ein anderes Mal. Mal schauen, wie ich hier runterkomme. Ja, fahre ich da so rum und wieder runter. Krass, was es hier gibt. Ich fahre ja schon seit 10 Jahren Fahrrad und die Stelle ist mir niemals aufgefallen. Krass, aber das schauen wir uns ein anderes Mal an. So. Das war aber ganz schön steil jetzt. War ganz schön steil. Ja, cool. Okay, dann weiter.
Jetzt schauen wir uns mal an hier. Diese Aussicht. Okay, ich sehe fast nichts, weil die Sonne mir ins Gesicht strahlt. So. Die Gabel ist wieder ein bisschen verstellt. Ein bisschen Zugstufe schneller. Die Fox. Mal langsam machen, falls Fußgänger kommen. Die erschrecken sich sonst. Das muss man mal bedenken, wenn man auf solchen Wanderpfaden fährt, dass man da nicht Vollgas einfach durchballert. Da können immer Fußgänger entgegenkommen mit Kindern, mit Tieren. Und stellt euch vor, einer erschreckt sich und stürzt dann hier den Abhang runter, deswegen immer vorsichtig fahren und bei uneinsehbaren Stellen mal lieber ein bisschen langsamer fahren. Das sieht jetzt natürlich im Video sehr schnell aus, aber ich kann ja so ein bisschen Röntgenblick durch die Ecke schauen. Ist ja ganz schön zugewachsen hier. Ah, das war ein Dorn. Boah, der Brennnesseln. Das ist ja krass, wie das hier zugewachsen ist. Alter, man sieht ja gar nichts. Scheiße. So, hier muss ich langsam machen, weil hier links ist die Straße und ich komme jetzt mitten auf der Straße raus. Und wenn ich jetzt einfach so runterballer, könnten sich die Autofahrer erschrecken und dann rausziehen auf die Gegenfahrbahn. Also was muss man immer bedenken, ne? Als Radfahrer hat man sehr, sehr viel Verantwortung. So, jetzt kommt keiner mehr. Aber da unten erwartet mich schon wieder so ein Dorn. Ah, geht. So, nochmal schön alle Zecken hier vom Rand aufsammeln. Bitte einsteigen, bitte einsteigen. So, also ich bin hier auf einen Trail drauf. Der ist ziemlich weit oben. Und um oben einzusteigen, muss ich eine weite Kurve drehen durch einen anderen Ort. Das wird zu lange dauern. Deswegen versuche ich mal, so weit es geht, von unten den Trail hochzufahren und dann runterzufahren. Aber ihr seht schon, für die Kamera ist das hier schon leicht zu dunkel. Und ich glaube auch, die GoPro 7 hat Probleme bei Dunkelheit, den Bildstabilisator ordentlich zu halten. Da gibt es nämlich mal so kleine Ruckler. Wer sich schon immer gefragt hat, was gute Griffe sind, ich habe jetzt hier die Griffe, fahre ich schon seit über 6-7 Jahren und habe zwischendurch mal ein paar andere Griffe ausprobiert. Auch jetzt gerade vor kurzem wieder so ergonomische Griffe. Ich sage jetzt nicht, welcher Hersteller das war, um hier niemanden schlecht zu reden. Wenn jemand mal Griffe ausprobieren möchte und Probleme hier an Druckstellen hat oder die Hände schlafen ein, kann ich wirklich hier die Easy Grips empfehlen. Werde nicht von ihnen gesponsert. Soll jetzt keine Werbung sein. Ich kriege die jetzt nicht kostenlos oder sowas. Kauf mir die immer selbst. Die halten auch leider nicht so lang. Also wenn man einmal stürzt, reißen die recht schnell auf. Für Hannah muss ich, glaube ich, gefühlt fast jeden Monat neue kaufen.
Und die gibt es in drei verschiedenen Stärken, gibt es in verschiedenen Farben. Bei den Griffen ist es aber ein bisschen speziell, die auf- oder abzuziehen. Aufziehen kann man die Griffe, wenn man es schonend machen will, in heißes Wasser einlegen. So, was weiß ich, 5 Minuten, und dann kann man die hier schnell draufziehen. Habe ich so noch nicht gemacht, wurde mir aber gesagt, dass es auch geht. Ich mache das immer so, dass ich die Griffe mit Bremsenreiniger einsprühe und den Hebel und den Lenker dann auch und dann schnell draufziehe. Aber beim ersten Mal, wenn sie neu sind, beim ersten Mal draufziehen, gestaltet sich das sehr, sehr aufwendig. Aber ansonsten wirklich super Griffe. Wenn ihr euch interessiert für die Griffe, Link in der Videobeschreibung, ist ein Link auf Amazon. Wenn ihr über diesen Link was einkauft, bekomme ich da ein paar Cent Provision. Und wie gesagt, gibt es verschiedene Farben, aber ich empfehle die schwarzen. Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich müsste viel weiter oben sein. Oh. Die Maus ist jetzt rückwärts gelaufen. Das war ein Zeichen. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Petey, wenn du das Video schaust, du weißt, wo ich hin wollte. Und lass dich bestimmt jetzt kaputt. Ich vermute mal, ich muss da in den Wald. Sieht mir so ein bisschen danach aus. Aber ich kann mich hier gar nicht mehr daran erinnern, als wir hier gefahren sind. Also hier, das schaut nicht danach aus, wo ich hin wollte. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich hier bin. Ich bin auf jeden Fall nicht da, wo ich hin wollte. Aber es ist trotzdem schön. Schöne Tour. Einfach mal ein bisschen draußen sein. Der Regen ist jetzt auch nicht schlimm. Leichte Abkühlung hier. Mal das Handy wegpacken, sonst wird es nass. Meine Hose ist schon durchnässt. Ein Raincover habe ich jetzt auch nicht dabei. Naja, so ist das manchmal. Manchmal findet man einen Trail und manchmal verfährt man sich. Oh Mann, ich habe mich voll krass verfahren, ey. Lass keinem erzählen. Ich Ja, liebe Zuschauer, ich denke, das war's in meiner kleinen Tour. Es ist jetzt schon ein bisschen zu dunkel, um zu filmen. Und es fängt immer stärker an zu regnen. Das heißt, ich werde mir gleich irgendwo einen kleinen Unterschlupf suchen, bis es sich ein bisschen beruhigt hat. Ja, das Video war eigentlich langweilig, würde ich sagen. Aber ihr habt es trotzdem bis zum Ende geschaut. Dafür danke ich euch. Und hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und schalt das nächste Mal wieder ein. Macht's gut, ciao, ciao. Last challenge.